Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3 Ruf zur Ordnung. Wir sind mit einem Roller unterwegs. Und vielleicht kriegen wir den heute so abgeschlossen. Wir nehmen jetzt die Schadenhauptwaffe nach. Somit haben wir Schadenhauptwaffe nach komplett voll. Kriegen 200% Schaden. Wir haben da im letzten Part schon beim Automaten extrem investiert. Und da machen wir jetzt weiter mit, so ihr seht. Dass wir es heute hier schaffen. Aber es ist nochmal eine extreme Etage. Wir hatten im letzten Part schon am Ende eine extreme Etage. Aber wir kriegen Farbschip-Sättigung und zwar Kraft. Finde ich besser als der andere Bonus da. Weil es ist, wie gesagt, extreme Etage. Und das ist auch keine einfache Etage. Echt keine einfache. Das ist hier diese Herrschaftsetage, wo die so zweigeteilt ist. Hatten wir schon mal. Hatten wir insgesamt bisher so jetzt zweimal. Einmal, wo ich auch verloren habe hier. Das war noch relativ am Anfang. Und dann hatten wir letztens schon mal das hier. So, dann bitte umfärben. Aber ich muss sofort zum anderen hin. Da sehe ich schon, dass da Tinte irgendwie umgefärbt wird. Sehe ich an dem Ding da oben. So, dich mal kurz weg. Dich mal kurz weg. Das, was gespawnt. Rüstung ist gespawnt. Das nehme ich natürlich trotzdem. Aha, guck mal. Die Armada kommt hier an. Aber wir machen verdammt viel Schaden. Oh, aber bei normalen Gegnern mache ich trotzdem keinen Rollschaden. Also, die kill ich nicht durch Rollen. Das ist gut zu wissen. Das hatte ich gehofft, dass ich das inzwischen mache. Aber leider nein. So, da ist was gespawnt. Per Eliminator nehmen wir. Inzwischen haben wir auch den ersten Checkpoint erreicht. Und ich werde mal kurz zur anderen Seite gehen. Weil da ist der Zähler angehalten. Weil da drei solche Dinger sind. Die jetzt so zum anderen Ding gehen. Ja, das heißt schnell hier umfärmen. Dann kriegen wir das hier alles ganz gut hin. Hoffe ich. Ja, die ganzen großen Gegner sind unterwegs. Komm. Nächster Checkpoint. Haben wir erreicht. Sehr geil. Das werden wir wieder umfärmen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, es sind da unten so viele Gegner. Aber mal eine Insta-Bombe hier und da mal runterschmeißen, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, bam, bam. 10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Geil. Das andere wird nicht umgefärbt. Wir haben es geschafft. Das war sehr, sehr gut. Nice. Nice, 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 nice. Ja, wir hatten mit dem Roller am Anfang ordentlich Schwierigkeiten tatsächlich. Da haben wir auch ein paar Tode gehabt. Aber inzwischen sind wir drin im Spiel. So, nee, wir machen die Automatenecke. Wir haben wieder viele Memoneten. Das könnte jetzt auch die letzte Automatenecke sein vor dem Endboss. Daher nutzen wir die. Und dann auch noch 4 Level plus Endboss. Gucken wir mal, vielleicht kann ich hier wieder was Gutes kaufen. Hauptverbrauch, ja, kann man machen. Und Inferno. Wisst ihr was? Wie machen das Inferno? Und Hauptverbrauch. Und sogar nochmal. Ja. Das machen wir so. Ich könnte sogar nochmal. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Vielleicht kommt doch nochmal eine Automatenecke per Zufall. Das kann natürlich möglich sein. Ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Na, das muss nicht sein. Du machst das echt toll, Nummer 8. Und ich schlag mich auch ganz gut, finde ich. Finde ich auch. Mit meinen Hacks kann ich die Perladrohne sogar aufrüsten und noch viel stärker machen. Ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass im Turm mehr Farbschips auftauchen und die Perla zusätzliche Fähigkeiten verschaffen. Oder aber ich statte Perla mit der zusätzlichen Drohnenaktionsplätzen aus, damit sie ihre Drohnenanzahl voll ausreizen kann. Echt jetzt? Oha, rauch rein, die abgeilsten Marina. Ja, aber wisst was? Das überspringe ich, weil diesen Text hatten wir tatsächlich schon mal. So, Schadenhauptwaffe fern könnte ich machen. Explosionskraft oder Tintenflaschen häufig. Wir machen die Explosionskraft. Was mir aktuell so ein bisschen fehlt, sind hier Drohnenbatterien. Aber gut, wir haben mit der Perladrohne aktuell tatsächlich nicht ganz so viel ausgerüstet. Wir haben die Klecksbombe, wir haben die Instabombe. Mehr aber aktuell nicht. Da sind wir dieses Mal nicht so auf Drohne gegangen. Doch, die Holbo haben wir auch. Achso, das war mir gar nicht jetzt so bewusst, dass ich auch die Holbo habe. Oh, wir haben verdammt viel Schaden, verdammt viel Schaden. Und das merkt man auch. Das merkt man auch, wie viel Schaden wir machen. Das ist schon echt geil. Mit ein bisschen Reichweite und auch dieser Klecksrate, die wir haben. Also wir haben den Roller so geil aufgerüstet. Mit Klecksrate, Schaden und sonstiges Zeug. Dass ich mich aus jeder brenzligen Situation ganz gut eigentlich rausdingsen kann. So, machen wir mal zack, zack, zack. Da mal schön das Ding auf. Wunderbar. Ja, mit Inferno sind wir jetzt natürlich auch verdammt gut bestückt. Guck mal, jetzt kommen jetzt die Kreise und so. Aber die Kreise sind teilweise auch schon auf meiner Seite.
Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wo ist denn das letzte überhaupt? Weiß ich gar nicht. Oh, wir können Perladrone aktivieren. Let's go. Perlminator. So, zack, zack, zack. Und drauf da. Yes! Boah, wir sind verdammt stark. Octario hat keine Chance. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mal gucken. So, Reichweite können wir nochmal erhöhen. Schauen, ob wir für Brechfärbewirkung. Vergrößert das Gebiet, das von deiner Opfer eingefärbt werden, so mit Pinsel und. Oh, das müssen wir unbedingt machen, weil ich glaube, das ist generell ein Chip, den wir noch gar nicht haben. Und finde ich generell ganz cool. Ich glaube, diesen Chip haben wir noch gar nicht. Hatten wir damals beim Pinsel gar nicht bekommen. Daher nehmen wir den Chip auf jeden Fall. Und ja, mit ein bisschen Herrschaft ist das auch nicht verkehrt. So, gehen wir gleich hier mal rauf. Aber guck mal, ich kann tatsächlich so nicht gut färben. Das ist ein Nachteil meines Rollers. Na gut, vielleicht sollte ich dann doch hier mal hier unten bleiben. Was ist denn? Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass da was ist. Oh, doof. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. So, bam, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Ist mein Gebiet. Mein Revier hier. So, machen wir mal da. Dass hier nicht diese ganzen Dinger hier ankommen. Dessen Name mir nicht einfällt. Arpeggio. Arpeggio, sei es nicht. Der einzige Name, den ich mir hier merken kann. Mann, ich will das Ding da oben erreichen. Dankeschön. So, wunderbar. Gleich mit dir. Ja, das Ding kommt da gleich an. Rüstung nehmen wir natürlich an uns. Okay, jetzt ist hier erstmal Gegner dran. Aber ich will es wieder zurückerobern. Oh, nicht du, nicht. Nein, ups, doof. Das war zack, zack. Ich muss das jetzt so machen. So, färbt das hier alles um. Ja, ich weiß, dass da oben immer noch dieses Abhängig-Gedöns ist. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Danke. So, zwei Etagen noch. Bam. Vielleicht gibt es nochmal eine Automatenecke. Wenn ja, würde ich die tatsächlich auch nutzen. Glücksbaumhäufigkeit, Schadenhauptwaffe fern, Färbewirkung Hauptwaffe. Vergrößern den Bereich der von geschossenen Hauptwaffen. Nee. Eins möchte ich mal kurz nochmal in meine Sammlung gucken. Habe ich wirklich was Neues? Ja, das war neu. Das war neu, was wir bekommen haben. Gerade eben. Ja, Brechfärbewirkung. Haben wir hier. Färbewirkung Hauptwaffe haben wir doch bestimmt auch schon in der Sammlung, oder? Gucken wir mal. Ja, Hammer. Hammer. Naja, brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich nehme die Glücksbombenhäufigkeit, weil das so. Ja, Glücksbomben halt. Finde ich geil. Und unsere Palette ist fast voll. Wenn es gleich wirklich noch eine Automatik geben sollte, könnte ich rein tun, ich so meine Palette komplett voll machen. Eieiei. Aber müsste ich halt sehr viele Memoneten für ausgeben. So, direkt hier runter, direkt hier runter. Nein, nicht mit der Perladrone fliegen, sondern einfach direkt hier runter. Guck mal, so kann ich jetzt auch viel färben, was auch ganz geil ist. So, bam, bam, bam. Sehr schön. Du hier weg. Wow, was kommt denn da an? So, ist auf jeden Fall auch weg. Sehr schön. Wir machen mal hier überall mal eine Insta-Bombe hin. Um die Wege so ein bisschen schon mal vorzufärben. Ja, geil. Geil. Oh, Zähler angehalten, weil hier der Große hier ist. Das finde ich natürlich nicht so schön. Weg mit euch, weg mit euch. Checkpoint, letzten Checkpoint haben wir erreicht. Zähler nochmal angehalten, nicht so schlimm. Heuboje von Perla, nice. So, auch ganz geil. Obwohl, das Ding hätte ich eigentlich aufheben müssen, na egal. Sehr schön. 11 Sekunden noch. Ah, da kommen ganz schön viele Gegner. Das hat. Zack, zack und. Geil! So, was bietet mir jetzt die letzte Etage? Entweder Automatenecke wäre ganz cool oder irgendwie Chipverdopplung, dass wir möglichst viele Chips haben. Automatenecke, können wir das tatsächlich? Bewegungsdrohnenlader oder Drohnen-Tintenmine? Ich mache tatsächlich die Automatenecke. Geil. Kann ich jetzt nochmal ein bisschen investieren? Ich hoffe, da sind zwei verschiedene Chiparten. Dann könnte ich sehr viel Geld ausgeben. So, zack.
Nee. Ah, Drohnenbatterienhäufigkeit. Die nehmen wir auf jeden Fall. Und die nehmen wir nochmal. Ja, komm, das reicht. Ich könnte natürlich nochmal einmal hier ausgeben, aber meine Palette kriege ich trotzdem nicht komplett voll. Naja, ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Drohnenbatterien jetzt auch nochmal. Nehmen wir. Boah, nur zwei freie Plätze, ist das geil. Nice. Die neue Konfiguration der Paletten läuft wie geschmiert. Juhu, nur weiter so, Freunde. Von all den Paletten, die ich im Immovisum geordnet habe, sollten wir mittlerweile mehr als die Hälfte neu konfiguriert haben. Oh, wir haben schon deutlich mehr als die Hälfte neu konfiguriert. Zauber, dann nehmen wir uns gleich die nächste vor. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir, let's go. Und doch, wir kommen besser durch im Part als gedacht. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen länger. Ich hatte schon im letzten Part ein bisschen Sorgen, dass wir nicht den Boss schaffen. Aber doch, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und hey, wir werden dann nur noch zwei komplette Durchläufe haben. Einmal dann mit dem Splatana und einmal mit der neuen Waffe dann noch. Und Blaster, wenn wir noch den Endboss besiegen. Ihr schon wieder? Wollt ihr euch wieder mit mir hauen? Und mir wehtun und mir übel mitspielen? Mit Bomben und Klecksen? Immer und immer wieder? Anscheinend ist ihm das Vergnügen an der Sache vergangen. Na gut, ihr wollt kämpfen? Dann los, den Tacke hoch. Puh, irgendwie nervt der Kleine langsam. Aber wenn er kämpfen will, dann kämpfen wir. Oh, du hast doch selber keine Lust mehr. Achtung! Neuer Versuch, oh Doktor. Ey, da steckt die 8 drin. Ich glaube, es steckt immer irgendwie eine Zahl mit drin. Kann das sein? Ich glaube ja. So, dann wollen wir mal loslegen hier. Unser Roller hat richtig schön Power. Klecksrate perfekt. Richtig viel Schaden machen wir. Das ist doch eigentlich optimal. Das ist optimal für uns. Guck mal, da kriegen wir die Portale richtig schnell down. So, und... Bam, bam, bam. Bam. Oh, yes. Geil. Der hat jetzt nicht ein einziges Mal angegriffen in der Zeit. Glaube ich. Nee, ich glaube nein. Der hatte gar keine Schnitte. Oh, finde ich das cool. Finde ich das cool. Da hinten muss ich hin. Guck mal, da kriegen die Gegner schon alle Schaden. Sterben schon, ohne dass ich was mache. So, wunderbar. Bluffbomber kannst du gerne machen. So, weg mit euch, weg mit euch. Ja, der Große, der macht vielleicht noch ein paar kleine Problemchen. Aber guck mal, zack. Und jetzt hier, bam, bam, bam. Und hier jetzt hin und... Haben wir dich ein weiteres Mal. Ja, jetzt kommt natürlich die schwierige Phase, ist ja klar. Aber... Da kommen wir durch, da kommen wir durch. So, zack. Hallo, warum? Jetzt erst. Hat ein bisschen gedauert. Dann hier hinten sind direkt zwei solche Dinger. Nehmen wir erstmal dich. Haben wir dich. Nehmen wir dich. Rüstung ist gespawnt, aber will ich mal jetzt nicht drauf gehen. Ich weiß, dass Haie kommen. Ich weiß, dass Haie kommen. Ah, die Rüstung, die ist mir jetzt wirklich egal. Weil ich möchte dieses Portal unbedingt haben. Aber ich darf trotzdem nicht zu leise nicht sein. Das ist natürlich klar. Nein, nein, guck mal. Deswegen, deswegen. So, bam, 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 bam. Weg hier, weg hier. Ich muss das Ding da hinten angreifen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, Holbo hätte eine Sekunde später kommen können. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Kommt noch ein bisschen, noch ein bisschen. Wir haben ihn. Boah! Ey, das ist doch auch jetzt mal wieder Rekordgeschwindigkeit. Tut mir leid, dass es dadurch nicht so spannend ist. Ich hoffe, das ist okay. Aber ja, irgendwie. Ich habe keine Probleme mehr gegen den. Klar habe ich schon wieder gegen euch Dummies verloren. Aber ich bin eben schwach und klein und... Mäh! Bitte? Schwach? So knallharte Gegner wie du sollten das Wort nicht in den Schnabel nehmen. Dann denkt ihr, ich bin... stark? Habe ich das nicht gerade gesagt? Du hast uns das Leben echt schwer gemacht. Also lass gefälligst das... den ich armes kleines Ding will. Perla findet mich stark? Juhu! Dann lasse ich euch dieses Mal entkommen. Ganz gnädig, wie ich eben so bin. Ja, aber ich glaube, mit dem Splatana, den wir bald machen, da wird es nicht so geil laufen. Das wird schwer.
Im nächsten Part fangen wir erstmal nochmal den Blaster an und dann der Splatana. Wie ich ja schon vor zwei Parts sagte, Splatana kann ich gar nicht. Das ist so die schlimmste Waffe überhaupt für mich. Daher bin ich umso gespannter, was daraus dann wird. So. 247 Perlen kriegen wir dafür. Wir haben jetzt über 600, was ganz schön krass ist. Und über 400 werden wir, glaube ich, ausgeben für den Blaster im nächsten Part. Aber vorher werden wir den Sprint jetzt noch ein bisschen öffnen. Und unseren Roller holen. So, drei Schlüssel. Da ist der Roller, den wir jetzt haben. Kam die Ordnung okay, gerade nicht auch anderswo? Egal. Wer weiß schon, was in dem blöden Ding vorgeht. Ja, war gerade auch so ein bisschen überrascht. Ordnung, okay. Dass er ein Lob bekommen hat. So, nochmal 60 Perlen. Ja, nehmen wir. Dev-Tagebuch-Eintrag nehmen wir auch. Gucken wir uns direkt mal an. Und zwar vorletzte Dev-Tagebuch-Eintrag. Okay. Es ist vollbracht. Projekt Mimulversum ist fertig und trägt nun den finalen Titel Stürmische Reise ins Ordnungsland. Hurra! Die Tentakul-Welt-Tournee macht derzeit noch immer Pause, weshalb ich all meine Kräfte aufs Entwickeln konzentrieren konnte. Ich hatte so viel Zeit, vielleicht habe ich mich sogar zum Meer hinreißen lassen, als ich eigentlich wollte. Doch die Aussichten sind super. Ich werde Nummer 8 und all den anderen Opfern von Kamaba und Co. ganz sicher helfen können, ihre Erinnerungen wieder zurückzuerlangen. Ich muss sofort Perle und den anderen Bescheid sagen. Die werden sich freuen. Eine Sache noch, ehe ich es vergesse. Als ich daran arbeitete, aus den Seegurkentelefonen vollwertige Zugriffsgeräte zu machen, ist mir eine Sicherheitslücke aufgefallen. Theoretisch könnte ein Hacker sie dafür nutzen, jeden Nutzer eines Seegurkentelefons gegen dessen Willen ins Memoversum zu entführen. Ich muss den Telefonhersteller ganz dringend davon unterrichten. Nicht vergessen. Ist das die Sicherheitslücke, die dann dafür geführt hat, dass wir jetzt hier so Probleme haben? Wer weiß? Ich weiß es nicht. So, nochmal 60 Perlen. Eieiei, da kriegt man am Ende sehr, sehr viele Perlen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt noch schnell zur Lobby. Und holen uns den Roller ab. Und dann sind wir durch. So, holen wir uns mal das Zeug hier ab. Die neue Waffe und den Aufkleber von eben. Alles klar. Ja, und dann geht es im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin, euch einen schönen Tag und tschüss.